Für viele ein Traum. Leben und arbeiten im Zentrum des Glamours. Hollywood ist mein absolutes Sehnsuchtsziel. Und ich denke mir einfach, vielleicht ist in Los Angeles eine größere Chance für mich, mehr Geld zu verdienen als Friseurin. Annika Färber würde gerne Karriere in Hollywood machen. Hollywood-Star, die Haare zu schneiden, zu färben, zu stylen, das wäre mein Riesentraum. Eine Friseurin wandert aus zur Probe in die Stadt ihrer Träume. Annika Färber kommt aus Köln. Die 24-Jährige hat einen großen Bruder, ein Pferd, sie und ihr Bruder 21 Jahre später, ihre Fitnessfreundinnen, ihre Haare beim Rocken. Ihr Traum? Weltbekannten Stars die Haare schneiden im 9000 Kilometer entfernten Hollywood. Flughafen Los Angeles. Annika ist endlich da und wird sogar abgeholt. Du bist die Annika. Willkommen in L.A. Die Alina, die kenne ich über eine gemeinsame Freundin aus Köln. Und bin total froh, dass sie mich jetzt hier am Flughafen abgeholt hat und mein Guide spielt. So zwei kölsche Weiber müssen noch zusammenhalten. Oh, ich habe etwas für dich. Oh mein Gott. Das Hairstyle ist... Ja. Nee, das ist ja nicht wahr. Danke, danke. Ihr kommt auf Oscar-Feeling direkt auf. Cool, boah, ich freue mich so. Bist du aufgeregt? Ja, total. Ich bin total platt, aber ich bin so aufgeregt, das macht alles wieder weg. Okay, dann würde ich sagen, lass uns direkt loslegen. Ja, super. Auf nach Hollywood. Greetings, loved ones. Let's take a chat. In wenigen Tagen findet wie jedes Jahr in Hollywood die Oscarverleihung statt. Annika hat diesen Zeitpunkt ganz bewusst gewählt. Ihr Traum, sie möchte einen Star frisieren, mindestens aber einen treffen. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich mir das ein bisschen luxuriöser vorgestellt habe. Das wäre ganz schön abgerockt hier. Ja, also das ist auch ganz häufig so, wenn Touristen in die Stadt kommen, dass sie sich das einfach ganz anders vorstellen. Aber du siehst ja, wie ich schon gesagt habe, mehr Schein als Sein. Ja, wirklich. Hätte ich mir anders vorgestellt. Statt in ein paar Tagen werden hier alle Stars aus Hollywood auflaufen. Angelina Jolie, Brad Pitt, Sandra Bullock. Einfach wirklich, alle. Wirklich jeder, den du dir vorstellen kannst. Und wir stehen genau hier. Genau hier. Yes, Hollywood. Oh mein Gott, ich bin in Hollywood. Die Oscars bedeuten für Los Angeles sowas wie Weihnachten, Ostern und die Präsidentschaftswahlen zusammen. Also die ganze Stadt steht Kopf. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen bekloppt. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber es ist hier das wichtigste Event des Jahres. Der größte rote Teppich der Welt sozusagen. Meinst du, ich könnte da mal so einen Star frisieren und vielleicht sogar zu den Oscars? Ich glaube, ich muss dich enttäuschen, weil bei allem Optimismus, den ich habe, ist das unmöglich. Also, unmöglich? Auf dieses Event zu kommen, das ist unmöglich. Also, schade. Das tut mir leid. Nein, ist okay, aber schade. Also ich war ein bisschen naiv, muss ich sagen, indem ich gedacht habe, vielleicht wäre es irgendwie möglich, einen Star zu stylen oder sogar zu den Oscars zu gehen. Da hat Alina mir so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Aber ich meine, ich bin trotzdem total glücklich, hier zu sein. Keine Stars zum Anfassen und Stylen also. Doch jetzt heißt es erst einmal ab ins Hotel. In den Hollywood Hills hat schon so mancher Star der Traumfabrik genächtigt. Willkommen zu Hollywood. Thank you. Hier will Annika ihrem Traum nahe kommen. Zuvor aber muss sie erst einmal das Hotelbett testen. Schon morgen beginnt ihr Jobtest auf Zeit in einem der exklusiven Friseursalons von Beverly Hills. Neuer Tag, erstes Glück. Annika Färber ist auf dem Weg zu ihrer neuen Arbeitsstelle. Ja, ich treffe jetzt den Joseph und der ist ja schon seit über 20 Jahren hier in L.A. und absoluter Star-Friseur und mit dem arbeite ich jetzt die nächsten Tage und lass mich mal überraschen, was das gibt, weil ich will ja einfach wissen, wie ist das Friseurleben hier in L.A. Also ich bin total aufgeregt, aber auch sehr glücklich, dass ich es überhaupt machen kann.
Hey, good morning. I have an appointment with Joseph. Joseph, your next client is here. Thank you. Der Friseur wird per Telefon informiert. Nobel. Und da ist er ja, Joseph Pergi. Ja, hallo, ich bin die Josef. Hallo. Freut mich. Wie geht's? Gut, danke. Und du bist also hier Starfriseur werden in Los Angeles? Ja, vielleicht. Ich will es mir mal angucken. Soll ich dich immer ein bisschen rumzeigen? Gerne, gerne. Ich habe schon, also mein erster Eindruck ist echt. Das ist eine der besten Adressen in Beverly Hills. Ich lebe jetzt in Los Angeles seit ungefähr 20 Jahren, 22 Jahren. Und Friseur bin ich seit dem 18. Jahrhundert. Nee, aber schon sehr lange. Kommen hier auch so richtige Stars hin? Natürlich. Gell. Du, in einer halben Stunde kommt der Brad Pitt hier rein. Was? Ach, das war doch nur ein Scherz. Oh, also als Joseph gesagt hat, dass Brad Pitt kommt, ich habe das erstmal, also ich war natürlich erstaunt, aber ich habe es geglaubt, weil ich meine, hier ist alles möglich, wir sind in L.A., ne? Also. Und dann gibt es eine etwas längere Ladenbegehung. Solch einen Luxussalon ist Annika aus Köln nicht gewohnt. Sie ist begeistert. Vom Salon und von Joseph. Doch so schnell kommt Annika nicht ans Arbeiten. Auf alle Fälle habe ich jetzt eine ganz wichtige Kundin, die kommt. Und dann würde ich dir vorschlagen, dass du vielleicht mal dir den Rodeo Drive anschaust und so und vielleicht was isst. Ja. Ein bisschen rumschaust und dann kommst du eine Stunde wieder zurück. Ja. Weil die ist ein bisschen heikel. Die will nicht unbedingt fremde Leute um sich herum haben. Nee, das ist kein Problem. Dann komme ich okay. in einer Stunde wieder. Super. Vielen, vielen Dank. Und viel Spaß auf dem Rodeo Drive. Danke. Das ist doch da, wo Pretty Woman. Ganz. Na, ja. Genau. Sehr gut. Okay, aber die sind viel netter geworden. Ja. Bis nachher. Bis nachher. Tschüss. Ciao. Die Annika ist ein ganz ein liebes Mädchen. Und scheint auch gut ausgebildet zu sein. Über ihr Ausschauen, also die Haare zum Beispiel, ich finde die toll, die Haare. Aber ob sie da hier als Anfänger damit ankommt, ist ein bisschen schwierig. Weil die ist ein bisschen anders hier. Die Leute wollen sich mit der Person identifizieren, die ihnen die Haare macht. Und ich glaube, dass sie da vielleicht ein paar Frauen erschrecken würde damit. Und es scheint, als habe Annika Hollywood für sich bereits gewonnen. Und dann fühlt sie sich ein bisschen wie Julia Roberts in Pretty Woman. Hier am Rodeo Drive, in den teuersten Boutiquen der Welt, shoppen Stars und Superreiche. Jetzt habe ich wirklich mal das Pretty Woman-Feeling gehabt. Zwar nichts gekauft, weil die meisten Sachen kann ich mir einfach nicht leisten. Aber jetzt bin ich heiß auf Arbeit und jetzt geht's los. Hallo. Hallo. Bist du gleich rüberkommen? Ja, danke. So, jetzt muss ich dir noch ein bisschen was erzählen über unsere Zusammenarbeit in den nächsten Tagen. Ja. Und zwar ist es ganz ein Problem, in Los Angeles oder in Amerika zu arbeiten ohne Lizenz. Das geht leider nicht. Eigentlich könntest du gar nichts machen. Eigentlich. Okay. Also das heißt, trotz, dass ich einen Meisterbrief in Deutschland habe, kann ich hier nicht arbeiten, also ohne diese License. Was bedeutet das denn? Also was muss ich dafür erfüllen? Eine License ist quasi eine Kurzversion von deiner Lehre. Danach kannst du aber auch nicht gleich als Friseur arbeiten. Dann musst du auch noch mal als Assistent arbeiten. Okay, erstmal. Wie lange geht das dann? Ich würde sagen, noch mal 1 bis 2 Jahre. Ja, das ist ein Schock auf jeden Fall. Das wusste ich vorher nicht. Und hab mir da auch keine Gedanken drüber gemacht. Weil es heißt ja immer in Deutschland, die deutschen Handwerker werden in Amerika und in Australien mit Kusshand genommen. Und das hätte ich nicht gedacht. Und das ist schon heftig. Also ja, aber wenn du sowas wirklich machen willst, dann musst du da durch. Ja. Weil ich war in Deutschland auch sehr erfolgreich, wie ich weg bin. Und mir hat es hier so gut gefallen. Und dann muss man einfach durch. Und jetzt hat sich das gelohnt. Ja, das war's ja ich meine, ich sehe es ja an dir. Ne? Du bist mein absolutes Vorbild. Oh. Also ich bin einfach so froh, hier zu sein und dir auf das die Finger zu mich. Gucken. Ja. Danke, das freut mich. Ich werde dich so viel machen lassen können, was ich kann. Ja. Okay. Die Traumfabrik Hollywood zeigt Annika schneller als gedacht ihre ungastliche Seite. Auch Josephs exklusive Kundschaft möchte keinen anderen an die Haare lassen als ihn. So hatte Annika sich das nicht gedacht. Ihr Traum vom Luxusstyling erstmal geplatzt. Die Friseurin hat ihren ersten Schock überwunden. Sie joggt da, wo die großen Stars sich fit halten.
Ist da vielleicht irgendwo ein Star am Strand in Kalifornien? Baywatch für Hollywoods Neulinge. Im Salon herrscht gelassene Betriebsamkeit. Liebe, du, das hat sich doch was ergeben. Du kannst mir doch ein bisschen helfen. Okay. Ich habe eine Kundin für dich. Ja. Das würde mich freuen. Na endlich. Es geht los mit Waschen, Spülen, Föhnen. Das ganze Programm. Aber was ist jetzt los? Okay, Annika, weißt du, was besser wäre? Wenn du die Düse drauf machst. Wenn du den Dampf aufsteigen siehst, das ist eigentlich, das ist nur Feuchtigkeit und Öl. Jeder, der aufhört zu lernen, ist passé. Es hört nie auf. You make movies. I try. Gut, dann noch mal die Basics. Haare waschen, Kopf massieren. Ich glaube, in Deutschland ist es mehr, die Leute wollen rein und raus und es soll praktisch sein. Und hier ist es mehr, dass die Leute reinkommen und es ist egal, wie lange es dauert. Hauptsache, es schaut toll aus. Und dann darf Annika doch noch mal an den Föhn. Die Kundin ist hin und weg, vor allem von der Kopfmassage. Very nice. She's communicating with me. She gave me a great hair massage. Also meine Erwartungen an die nächsten Tage sind auf jeden Fall, dass ich mehr zu tun habe und vielleicht sogar mal färben kann. Es ist natürlich heftig für mich als Meisterin, das zu sagen, aber ich bin einfach froh, hier zu sein. Oh. Einen Vorteil hat es, wenn man nicht viel zu tun hat. Dann kann man sich auch mal ganz entspannt Häuser anschauen. Alina zeigt Annika ein paar Villen. Hier sind wir jetzt mittendrin. Das ist quasi Bel Air. Das ist Bel Air. Die reichsten der Reichen, die ganzen Stars wohnen hier. Also Charlie Sheen, Jennifer Aniston, Mel Gibson. Aber mit der Villa wird es wohl nichts, solange Annika keinen Job in Hollywood hat. Zurück im Friseursalon erwartet sie eine Überraschung. Annie! Oh, nee! Oh, wie krass! Was machst du hier? Das ist kein Star, sondern... Ja, wer ist das eigentlich? Ich bin total aufgeregt, weil meine Freundin aus Deutschland... Ich meine, ich wusste ja, dass sie in L.A. ist, aber nicht, dass sie mich heute überrascht. Und da ich ihr schon gesagt habe, dass ich hier in diesem Laden arbeite, hat sie mich heute überrascht. Und das ist total gigantisch. Die Justina, dass die jetzt hier ist. Und jetzt darf ich auch noch ihre Haare machen, weil die heute ein Fotoshooting hat. So, Joseph, was ist dein erster Impuls für die Haare? Ja, das ist das perfekte Opfer, wie man so schön sagt, für Blond on Blond. Blond, das ist der Star-Look schlechthin und immer in auf dem roten Teppich. Und das interessiert die Mädels ganz besonders. Glaubst du nicht, der geht zu den Oscars und stylt da Leute. Ja. Aber er sagt mir auch nicht wer. Sagen wir mal, Julianne Moore habe ich schon ein paar Mal gemacht, Matt Dillon. Sharon Stone habe ich schon ein paar Mal gemacht. Für die Oscars dieses Jahr mache ich die Charlize Theron. Ach so, ja. Der Justina erzählt sie das um mich. Ja, toll. So dicht an den Stars und doch so weit weg, das tut weh. Geil. Als er erzählt hat, dass er da wirklich die Stars und Sternchen frisiert, da ist mir absolut die Luft weggeblieben, weil ich das einfach nicht glauben kann. Er ist der absolute Star-Friseur. Ja, das ist er. Und nach dem holprigen Start kommt Annika richtig in Fahrt. Das hast du wirklich toll gemacht, muss ich ja schon sagen. Danke. Habe ich ja schon gut abgefärbt auf dich. Gell? Ja, sehr gut. Hast du gut gemacht. Jetzt habe ich hier meine richtige Top-Frisur. Also super. Annika, super. Und so kann ich einen Oscar gewinnen, oder? Ja, natürlich. Meinst du nicht? Ja.
Also ich bin schon ein bisschen eingeschnappt, dass der Joseph mich nicht mit zu den Oscars nimmt, weil der da die Charlize Theron frisiert und ich die nicht kennenlernen kann. Aber hey, so ist es. Viel Spaß mit der Charlize. Danke. Und wir sehen uns nach den Oscars. Nach den Oscars. Super. Und du hast viel Spaß hier. Schau dir ein bisschen um. Hoffentlich kriegst du noch ein bisschen für Celebrity Sites. Ja. Okay? Ich probier's. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Es ist der Tag der Tage für Hollywood. Die ganze Stadt bereitet sich vor auf den großen Abend, die Oscars. Und was macht Annika? Mein Herz schlägt gerade schneller, weil ich mir gerade überlege, dass die großen Stars, Sandra Bullock, Brad Pitt, oh mein Gott, diese ganzen Menschen nur 100 Meter von mir entfernt sind. Germany's Next Top-Stylistin hat eine Idee. Heute gehe ich auf eigene Faust los und versuche mal mein Glück mit meinem glamourösen Oscar-Street-Styling. Ich bin total optimistisch. Ich werde schon bestimmt ein paar Leute finden, die ich heute mal ein bisschen stylen kann. Annika will als Straßenfriseurin Kunden gewinnen. You need a hairstyling? Do you need a glamour Oscar-Styling? Glamour Oscar-Styling? Y'all need a hairstyling for the red carpet? Also es läuft leider total beschissen hier. Das hätte ich echt nicht gedacht. Es will einfach keiner ein Hairstyling haben. Niemand. Annika ist nun den dritten Tag in Hollywood und konnte als Friseurin noch nicht so richtig durchstarten. Vielleicht ist wenigstens irgendwo ein Star zu sehen. Klar hätte ich mich gefreut, wenn ich einen Star getroffen hätte oder vielmehr nicht getroffen, aber gesehen hätte zumindest. Aber dass das so abgeriegelt ist, ich finde das ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Schon wieder dumm gelaufen für die Friseurin. Wirklich niemand interessiert sich für sie. Ich habe keinen Star gesehen, ich habe kein Hairstyling gemacht und ich bin echt traurig, muss ich sagen, dass das so gelaufen ist. Und ich habe jetzt auch keine Lust mehr, hier in irgendeinen Pub zu gehen und da die Oscars zu gucken. Ich gehe jetzt einfach nach Hause, hole mir Eiscreme und gucke die alleine, ja. Mann, oh. Der Hollywood Boulevard ist gesperrt. Die Oscar-Nacht beginnt und Annika hat sich mit Chips, Popcorn und Eiscreme eingedeckt. Die Hollywood-Stars bleiben unter sich. Der Tag nach dem Oscar-Event in Hollywood. Hier ist es selten kälter als 18 Grad und jeden Tag scheint die Sonne. Annika ist am Strand auf der Suche. Auf der Suche nach den knackigen Jungs von L.A. Am Venice Beach tummeln sich Paradiesvögel und Athleten. Auch die Weltkarriere von Arnold Schwarzenegger begann hier. In L.A. sind anscheinend die wundersamsten Dinge möglich. Ich habe einen Anruf bekommen von dem Manager von einer Band. Und das ist ein Freund von der Alina, die mich vom Flughafen abgeholt hat. Und ja, da soll ich jetzt hin und soll eine Designerin aus Berlin föhnen oder ein bisschen stylen. Und ich bin total aufgeregt. Und das ist auch noch in der Villa von einer Band. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Aber that's L.A. Bin ich mal gespannt auf die Villa. Ja, sieht von innen immer etwas anders aus. Mein erster Home Call. Okay. Bin ich mal gespannt hier. Ja, die Yassi, die freut sich auch schon wahnsinnig darauf. Ja, super. Und die Villa hat übrigens Cary Grant gehört. Den Oscar gewinnen? Richtig, genau. Und die Jungs sind jetzt vor 3 Jahren hier eingezogen und haben die Villa komplett aufgemöbelt. Okay. Und sieht wirklich geil aus, aber würde ich einfach sagen, lass dich überraschen. Gerne. Super, dann gehen wir rein. Die Ex-Villa von Cary Grant. Heute sitzt der Band Palais Royal. Schau dich erstmal um. Wow. Oh. Schön hier, oder? Ah. Auf der rechten Seite ist das Wohnzimmer. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal runter ins Studio. Ich höre es so ein kleines bisschen klimpern. Und du wirst halt eben sehr verwundert sein vom Style von den Jungs. Dankeschön. Und dann, wie es hier aussieht. Sehr gerne.
Haben die das hier auch selber gemalt? Ja, einer der Jungs, der Emerson. Oh, stelle ich dir gleich unten vor. Ja. Sorry for disturbing, guys. This is Annika. Hey, do the hair for you. Die Designerin ist die Freundin des Managers und wird die Band bei der Vorstellung ihres neuen Albums begleiten. Nice to meet you. Nice to meet you. Aber erst einmal gibt's ein Ständchen für Annika. This is how the story ends. There is a party, invite all your friends. Wow. Wow. Thank you so much. Ich freue mich jetzt total, der Yassi die Haare machen zu dürfen, trotz, dass ich keine Green Card habe. Aber es ist ja nicht jetzt wirklich ein Arbeiten in dem Sinne, aber ich, ja, kleines Taschengeld. Yeah! Nun darf Annika zeigen, was sie drauf hat. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Warum bist du nicht geliebt? Ich buch Hammer, Mann. Wenn das Joseph sehen könnte. Du bist Hammer. Dankeschön. Und die Yassi ist eine ganz, ganz, ganz liebe und meine erste richtige Kundin hier in L.A. Super, super, super. Ich bin total glücklich, hier in dieser Luxusatmosphäre Haare zu machen. Das ist super. Ich finde das Hairstyling total super, hat sie wirklich gut gemacht. Ich denke, wenn sie wirklich hart dafür kämpft und arbeitet, wird sie damit noch viel Erfolg haben hier in Los Angeles und auch in Deutschland natürlich. Die Oscar-Nacht ist längst vorbei. Aber in Los Angeles gibt es immer etwas zu feiern. Ja, heute ist ja mein letzter Tag in L.A. Und da ich über Josephs Facebook-Account-Profil gesehen habe, dass er heute Geburtstag hat, habe ich mir überlegt, ich hole einen Kuchen mit Happy Birthday drauf, bringe ihm gleich ein Ständchen und schau mal, wie er reagiert. Happy birthday to you. Happy birthday, dear me. Danke. Danke. Du kommst ja heute Abend hoffentlich, oder? Okay, ja, gerne. Ich habe eine große Geburtstagsparty in meinem Haus. Okay, ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Und zwar habe ich gedacht, einfach als Erinnerung, weißt du, das sind Lieder, deutsche Lieder und von deutschen Bands. Und da habe ich gedacht, das wäre was Gutes für dich. Die habe ich dir einfach mal auf den Stick gezogen. Das ist ja toll. Ja. So ein bisschen Deutschland. Ja, genau. Also das Geschenk von der Annika, das war so süß. Ich habe mir schon gedacht, wer mir einen Geburtstagskuchen bringen wird heute, dass es die Annika gewesen ist, war ich sehr überrascht und es war so lieb. Und ich freue mich auf die deutsche Musik, die sie mir gegeben hat, als Geschenk. Da freue ich mich schon. Irgendwo in den Hollywood Hills steigt immer eine Party. Heute ist es bei Joseph. Und Annika gratuliert noch einmal. Happy Birthday! Danke, Schatzi. Oh, das nächste Mal schneide ich dir die Haare ab. Hast du Spaß hier, gell? Super, super. Joseph ist bei seinen Kunden beliebt. Manche sind zu seinen Freunden geworden. Annika hat den Meisterfriseur längst ins Herz geschlossen. Und es ist total nett und total lustig. Freut mich, dass es dir gefällt. Es ist total schön. So langsam endet das Abenteuer Hollywood für Annika. Am nächsten Tag verabschiedet sich Annika bei Starfriseur Joseph Pergi in Beverly Hills. Come on. Wird er ihr eine Chance geben? War's schön? Ja, war schön. Ich habe eine bisschen Überraschung für dich heute Abend noch.
Ein kleines Hollywood Makeover. Joseph, du kannst mit mir alles machen, nur keine Haare färben und nichts schneiden. Weil das ist ja mein Markenzeichen. Ist ja Markenzeichen. Ja. Keine Angst. Joseph macht seinen Kunden nicht einfach nur die Haare. Er kreiert ein Lebensgefühl und zeigt auch Annika neue Seiten an ihr. Wie läuft das denn hier genau ab? Bist du hier angestellt oder wie ist das? Hier miete ich den Stuhl momentan. Es gibt entweder, also wenn du anfängst normalerweise, ist es Kommission. Okay, das heißt Prozente. Genau, das kenne ich. Aber ich bin jetzt schon so etabliert mittlerweile, also meinen Kunden, dass ich jetzt eben einen Stuhl miete. Wie viel bezahlt man hier? Jetzt sagen wir mal, ich zahle mehr im Monat als für mein Haus. Was? Die Frisur ist billiger. Sie würde ungefähr 150 Euro kosten. Das ist ein bisschen Classic Hollywood. Das nenne ich jetzt ich nenne das ein fucked up Chignon. Weil das ist eben ganz schlampig gemacht. Das ist einfach so, dass einfach Teile raushängen, weißt. Und ich finde bei den rosa Haaren, was ganz klassisch ist, würde überhaupt nicht passen. Nee. Es muss irgendwie was sein, das ein bisschen edgy ist. Time to say goodbye. Glaubst du? Du hast mir so viel ermöglicht. I had the time of my life here in L.A. Du weißt, was du hier opfern musst, wenn du das Opfer aufbringen bist. Du hast diesen Power und diesen Edge. Gell? Also glaube ich, das ist schon. Ja. Überleg das gut, aber du musst halt wirklich opfern. Ja. Okay? Ja. Dann wünsche ich dir was. Tja, ich hätte fast ein paar Tränchen verdrückt, aber ich weiß halt, oder für mich ist klar, dass ich auf jeden Fall wiederkomme, ob ich jetzt hier zum Arbeiten herkomme oder nur den Joseph besuchen kann, weil er ist auf jeden Fall ein Teil meines Lebens geworden, weil er hat mir hier Sachen ermöglicht, die einfach super waren. Und wir sehen uns dann wieder im Salon, wenn du hier arbeitest, okay? Ja. Okay, also, geh mal. Gibt es für Annika eine Zukunft in Hollywood? Annika ist auf Abschiedstour. Hollywood war mein Traum. Es ist auch ein Stück weit immer noch mein Traum, muss ich sagen. Aber ich komme aus Köln, aus Longaries, ein kleines Dorf. Ich habe in Texas gelebt, auch in einem kleinen Dorf. Da ist alles sehr kompakt, sehr familiär und man kennt die meisten. Und hier, das ist einfach eine gigantische Stadt, riesengroß, ganz, ganz, ganz viele Menschen und ganz, ganz, ganz viele oberflächliche Menschen. Und ich weiß einfach nicht, ob das meinem Charakter entspricht. Ich weiß nicht, ob das zu mir passt. Und that's Hollywood and that's Annie. Und ich weiß nicht, ob ich mich da einfügen will. Das weiß ich noch nicht. Annika liebt zwar den Glamour Hollywoods, aber ihr Zuhause im Rheinland liebt sie noch mehr.